Herr Ledermann, das war ein ziemlich souveräner Sieg über weite Strecken. Haben Sie damit gerechnet? Ja, damit gerechnet kann man so jetzt nicht sagen. Uns war natürlich klar, dass Langensteinbach letzte Woche durch die zwei rote Karten, die sie bekommen haben, natürlich etwas ersatzgeschwächt sind. Wir haben versucht, unsere Stärke auszuspielen. Wir denken von Spiel zu Spiel. Und ich gehe mal davon aus, Sie haben das Spiel auch gesehen, dass wir heute aggressiver waren, präsenter waren, das Spiel auch verdient 3:0 gewonnen haben. Ja, über weite Strecken sah der Sieg ziemlich ungefährdet aus, aber zum Schluss ist man doch ein bisschen nachlässig geworden. 10 Minuten vor Schluss, da sah es irgendwie so aus, als ob die 2:0 Führung doch noch irgendwie vielleicht in Gefahr kommen könnte. Ja, beim Fußball ist es ja so. Ja, der Gegner, der versucht nochmal alles. Nach dem 2:0 Rückstand versucht der Gegner nochmal den Anschlusstreffer vielleicht zu schaffen, die letzten 10 Minuten. Und, aber ich glaube, in der Drangphase haben wir dann das 3:0 gemacht und das war letztendlich auch der Knockout dann für Langensteinbach. Das war jetzt der 6. Spieltag. Sie sind jetzt seit 3 Spielen ungeschlagen. Wie sehen Sie jetzt die Entwicklung bisher und was für einen Blick haben Sie in die Zukunft, auch in Anbetracht des nächsten Gegners, CV 2 daheim? Ich habe ja gerade gesagt, wir denken von Spiel zu Spiel. Wir haben heute jetzt das Spiel hier 3:0 gewonnen. Freuen uns jetzt heute und morgen Dienstag geht es wieder ins Training, werden uns gut vorbereiten. Pforzheim ist ein sehr, sehr guter Gegner. Ich persönlich behaupte, dass er besser ist als sein Tabellenstand im Moment. Schmerzen tut natürlich die gelb-rote Karte für Dimi Nurosurov, die meines Erachtens nicht ganz gerechtfertigt war. Aber wie gesagt, wir schauen jetzt diese Woche und werden uns konkret und gut vorbereiten auf Pforzheim.